Wetter.at wird Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart. Herzlich willkommen am Mittwochnachmittag bei Wetter.at. Sommer gibt's im Mittelmeerraum, in Portugal und Spanien. Wir sehen es hier auf der Satellitenkarte. Regenschauer und Wolken in Mitteleuropa durch die Tiefs. Vor allem aber Nandor, der ungarische Ferdinand. Er bringt weiterhin von Deutschland und den britischen Inseln bis in den Alpenraum Regen. Große Freude dagegen über das Hoch Iris. Das bringt vorerst einmal Sonne, aber derzeit nur in Nordeuropa und bald auch wieder mehr Sonne bei uns. Eine gute Wettermischkulanz, das bieten unsere Wetterkameras hier in Batschenau in Niederösterreich und Sie sehen es bedeckt bei frischen 13 Grad. Dann im salzburgerischen Kaprun gerade sonnig, die Wolken kommen aber schon und heiter ist es auch in Treffen in Kärnten. In den Bergen, da kommen jetzt die Quellwolken. Die wenigen Sonnenstunden von heute, die verfliegen schon wieder und die Regenwolken, die ziehen Richtung Slowakei weiter. Schauer gibt es vor allem von Kärnten bis ins Südburgenland. Ja, und immer mehr Wolken, die kommen von Vorarlberg bis nach Salzburg und die dicke Wolkendecke, die hängt vom Salzkammergut bis nach Wien und Niederösterreich, überall zwischen 13 bis 18 Grad. Bis zum Abend regnet es weiter, vor allem im Süden Österreichs. Der Wind, der kann durchaus auffrischen, bleibt jedoch meist mäßig. Bewölkung also in ganz Österreich. Sie sehen es hier, Bregenz, Innsbruck, Salzburg, nur leicht bewölkt, dann stark bewölkt dagegen. Von Salzburg bis ins Machfeld und im Süden ist es ebenso wolkig. Heute Abend startet um 19 Uhr der Obertrauner Wanderherbst mit Weisenbläsern am See. Herbstzeit ist eben die beste Wanderzeit. In Obertraun wird zwischen 500 bis 2100 Meter Seehöhe gewandert. Ab also in die Dachstein-Wanderwelt. Dazu gibt es Echo und Weisenbläser am See. Heute Abend brauchen Sie jedenfalls Regengewand in Obertraun. Es wird frisch und in die Nacht hinein. Da gibt es dann auch noch Nieselregen bis 12 Grad. Gut ausgerüstet kann Ihrer Wanderfreude also nichts im Weg stehen. Nach einer kurzen Pause blicken wir auf den morgigen Donnerstag, die nächsten 4 Tage und gleich einmal auch aufs Wochenende. Wetter.at wird Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart. Hallo zurück bei Wetter.at. Nun der Ausblick auf den morgigen Donnerstag. Immer wieder Regen steht am Bodensee an, bis hinein über die Tiroler Berge und weiter bis nach Osttirol und dann auch noch nach Kärnten und die Steiermark. Die Schneefallgrenze, die sinkt weiter in den Alpen, teilweise auf 1800 Meter herab. Besser sieht es morgen früh vor allem im Donauraum aus. Zeitweise zeigt sich schon wieder die Sonne, ein wunderschöner Herbst blinzelt also durch. Aber einzelne Regenschauer, die kann es dennoch geben. In der Früh starten wir österreichweit in etwa ab 7 Grad und bis zu 17 Grad gibt es am Vormittag. Der Niesel, der bleibt im Westen erhalten, bewölkt und teilweise sonnig in Ober- und Niederösterreich bis hinein ins Nordburgenland. Stark bewölkt bleibt es südlich, auch hier wieder zwischen 13 bis 19 Grad sind möglich. Regen dann am Donnerstagabend in Westösterreich, hier Bregenz, Innsbruck und Salzburg. Aufgelockerter ist es dagegen von Linz bis nach Eisenstadt und weniger Wolken auch von Lienz in Osttirol hinein bis nach Güssing und im Südburgenland. Es kühlt also nicht so sehr ab, wir bewegen uns bei 12 bis 18 Grad. Der Spätsommer zeigt sein nasskaltes Gesicht. Von Vorarlberg bis Salzburg bekommen wir in den nächsten Tagen Regenschauer am Freitag. Das Wochenende wird dafür trockener, teilweise sonnig am Samstag bis 18 Grad. Dann bewölkt der Sonntag, aber ebenfalls noch trockener. Und am Montag, dann gibt es schon wieder die Regenschauer. Wolken, Wolken und nochmals Wolken, dazu aber auch Sonnenstunden. Die gibt es in Ober- und Niederösterreich, in Wien und dem Burgenland. Sowohl am Freitag als auch am gesamten Wochenende bis zum Montag. Die Temperaturen, die schwanken zwischen 11 bis 24 Grad, also wieder wärmer. Regnerischer dagegen der Freitag im Süden, also Kärnten und die Steiermark, die bekommen Regenschauer. Mehr Sonnenstrahlen am Samstag und dann am Montag erst wieder Regen. Morgen früh um 6 Uhr gibt es die nächsten Wetterupdates, das Bio- und Badewetter. Wir sind für Sie da bei jedem Wetter. Klicken Sie wieder rein auf wetter.at.
Wetter.at wurde Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart.